Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Wir sind gerade im Menü, weil die Zeit tickt nämlich bei unserem Randomizer. Und aktuell warte ich hier vor dem Kuriositätenladen, das 10 Uhr wird. Oh. What? Was hat er erzählt? Was ist da gerade passiert? Von mir kann ich hier reingucken? Nee, kann ich gar nicht. Die Musik ist schön. Bringt mir alles nichts. Aber war ich hier schon mal drin? Ich war, glaube ich, schon mal drin, ne? Okay. Hat mir jetzt auch nicht wirklich Mehrwert gegeben. Ja, Leute, was habe ich denn jetzt hier noch? Ich habe mir ja so ein bisschen Notizen gemacht. Aber ich habe so eigentlich die Tipps, die ihr gesagt habt, erstmal alle gemacht. Sag ich mal. Ich hätte nochmal Lotto spielen können, aber Lotto ist ja auch gar nicht da. Ich weiß gar nicht, wo ich Lotto spielen soll. Fee habe ich geprüft. Die Oma am ersten Tag müsste ich noch machen. Ich müsste Tingle abschießen, aber das kann ich nicht. Ich habe keine Fernkampfwaffe. Alles irgendwie kacke aktuell noch. Schwierig. Ja, schwierig. Aktuell komme ich halt nirgendwo hin. Ich brauche theoretisch wirklich irgendein Item. Mit dem ich ein bisschen Fernkampf betreiben kann. Ich werde jetzt erstmal um 0 Uhr noch hier reingehen. Und werde die Kloschüssel klar machen. Die Kloschüssel klar machen, genau. Hoffe, dass ich hier vielleicht was Schönes bekomme. Ansonsten können wir dann oben nochmal zum Bogenschießen gehen. Ich glaube, wir haben auch alle beide Orte zum Bogenschießen schon gefunden, ne? Bogenschießen könnten wir noch machen, ansonsten müssen wir zurück nach Ocarina of Time. Ist halt einfach so. Dann müssen wir doch in den Brunnen rein. Ich meine, jetzt alternativ haben wir Epona's Song noch bekommen. Ich weiß nicht genau, ob ich das eingestellt habe, dass die Kühe uns besondere Items geben. I don't know. Maybe. Müssen wir mal probieren. Ansonsten ist das aktuell, ja, häng ich so ein bisschen, sag ich mal. Mir fehlt halt ein Item. So. Erstmal schön mit der Hand. Hier hast du ein bisschen Papier. Ist das dann weg? Ist weg. Ist das gut, dass das weg ist? I don't know. Geil. Auch noch schön Minus-Rubinen Ocarina of Time. Heavy. Wie mies ist das denn? Jetzt habe ich einfach meine Urkunde. Meine Sumpfurkunde. Gegen so eine Scheiße eingetauscht. Jetzt ist halt die Frage, wo habe ich die bekommen, diese Sumpfurkunde? Und kann ich die mir wiederholen? Oh, shit, ey. Also das hat alles zu. Da komme ich nicht rein. Ich war da auch überall schon einmal drin, ne? Ich habe da schon überall einmal reingeguckt und probiert. Wir werden jetzt oben einmal kurz schießen. Ich habe halt auch viele Sachen schon verkackt einfach. Da habt ihr vollkommen recht. Da bin ich auch selber dran schuld. Mist, hier komme ich jetzt auch nicht mehr rein. Jetzt muss ich bis 6 Uhr warten. Ja Leute, ich weiß nicht, was macht man jetzt noch? Was kann ich jetzt noch machen? Es ist nachts. In die Berge komme ich nicht, da komme ich nirgendwo rein. Ich habe nichts, womit ich Steine zerballern könnte. Ich bin komplett lost. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal wieder nach Ocarina of Time und gehe in den Brunnen rein. Da habe ich zumindest eine Idee, was ich machen kann. Und hoffe, dass ich irgendwo ein Majora's Mask Item vielleicht bekomme. Bomben wären ganz geil. Ocarina wäre noch geiler. Achso, das da oben hätte ja auch die Ocarina sein können für Ocarina of Time. Die wir da oben auf dem Bootshaus gesehen haben. So, hier habe ich halt wenigstens nicht so einen Zeitdruck, ne? Kann ich auch nochmal in die Läden reingehen? Da haben wir einen Silberrubin. Ich habe drei... Ah, die Musik ist geil. Die Musik ist super. Ah. Wunderbar. Okay, was haben wir denn hier so? Ich habe Dodongos Höhle abgeschlossen. Kann ich jetzt das Minenbowling-Spiel machen?
Oder was genau triggert das Event, dass ich Mean Bowling machen kann? Ich glaube tatsächlich, der Runia triggert das Event. War das nicht hier drinne? Jo. Mal kurz fragen. What? Oh, ein Customer. Oh, ne, geht. Es geht. Jo. Let's go. Okay, 5 Rubine ist das erste. Das heißt, das könnte ich theoretisch jetzt verkacken. Hä, habe ich unendlich Versuche? Steht da nicht normalerweise, ich habe nur 10? Ich glaube schon. Normalerweise. Huhn, geh mal aus dem Weg. Habt ihr toll gemacht, Hühner? Hä, habe ich unendlich Versuche? Ist ja crazy. Sie hat gesagt, ich soll das mal so probieren, einfach so seitlich, aber da bin ich halt echt schlecht drin. Ne? Jetzt wird das ein One-Hit. Yo, okay, 5 Rubine haben wir schon mal, geil. Wahnsinn! Das hat sich richtig gelohnt. Es gibt, glaube ich, 3 Hauptpreise zu gewinnen normalerweise, richtig? Kann halt alles random sein, deswegen ich spiele einfach mal komplett durch. Ein Rubin, da wollen wir sich veräppeln. Wenn es da jetzt keinen Hauptpreis zu gewinnen gibt, ich raste aus. War irgendwie doof die Annahme, dass das jetzt funktioniert. So. Das sieht ganz gut aus, oder? Geil. Schön. So, und die letzte Runde. Ah, ist auch egal, ist nur ein grüner Rubin. Würde mich jetzt interessieren, ob ich 10 Versuche Zeit habe. Das war richtig schlecht. Oder ob ich unendlich Versuche habe. Ich glaube, normalerweise steht da oben ein Timer. Also kein Timer, sondern ein Zähler von 10, oder? Normalerweise 10 Versuche. So. Wahnsinn. So, jetzt habe ich 90 Rubinen. Jetzt kriege ich eine Krabbelmine. Normalerweise hast du 2 Hauptpreise, die du gewinnen kannst. Und zwar einmal ein Herzteil und einmal eine Bombentasche. Die Frage ist, habe ich die jetzt schon? Wahrscheinlich schon. Weil ich glaube, 50 Rubine hast du dann alternativ noch. 50 Rubine haben halt überhaupt keinen Mehrwert. Theoretisch. Shit. Nee. Okay. Würde mich jetzt trotzdem mal interessieren, was passiert, wenn ich... Ah ja, doch, okay. Sind nur 10. Jetzt 50. Ich glaube, ich habe schon alles. Dann versuche ich das jetzt wenigstens noch zu gewinnen und dann... Toll. Wahnsinn. Kriege ich so Käse, ey? Macht mich schon wieder aggressiv. 1 Rubin und 5 Rubine. Und dafür 120 Rubine ins Land gesetzt. Wahnsinn. Das macht mich so traurig, Leute. So. Jetzt steht das dicke Huhn wieder im Weg rum. Ja gut, dann können wir das zumindest auch als abgeschlossen betrachten. Aus dem Weg. So. Ich denke, das war's. Ich glaube, ich habe jetzt alle 4 Preise einmal durch. Ich denke, das erste wäre das Herzteil gewesen, das zweite die Bombentasche und dann Krabbelminen und 50 Rubine. Ich glaube, mehr kann man hier nicht holen. So, ciao. Korrigiert mich bitte, wenn ihr was anderes denkt, aber ich glaube, so wird es sein. Okay, dann bin ich hier auch erstmal durch. Ich mach mal die... Okay, den Bogen kann ich jetzt nicht benutzen. Schade. Wäre cool gewesen. Mach ich hier mal die Hasenohren wieder drauf? Wir gehen in den Brunnen rein, oder? Ich wüsste nicht, was ich jetzt sonst machen soll. Ich könnte höchstens nochmal versuchen, einer Kuh unser Lied vorzuspielen. Ist aber auch schon alles, was mir jetzt so einfällt. Ja, dann könnte ich auch theoretisch so viele Löcher nochmal abchecken.
wenn das halt jetzt so der Fall sein sollte. Ich könnte jetzt einfach mal reingehen und gucken, ist hier eine Kuh drinne? Nö, hier ist der... Okay, Shooting Gallery für den Erwachsenen. Das dauert halt auch noch ein bisschen, ehe wir den haben. Aber war hier nicht eins drinne? War das nicht hier? Genau. So. Schauen wir mal, was passiert. Ob die mir ein Random Item gibt oder sagt, du hast keinen Platz. Die gibt mir Random Items. Dann war das wirklich ein wichtiges Kernitem, was ich mir jetzt gerade geholt habe. Ein sehr wichtiges. Wie wir halt hier immer noch kein Schwert haben. Und den Majora's Mask halt einfach überhaupt keine Fernkampfwaffe. Das ist so traurig. Okay, hier sind wir auch schon fertig. Das hatte ich mir schon geholt. Das heißt, ich kann jetzt nochmal überall rein, Leute. Überall. Überall, wo eine Kuh ist, kann ich nochmal rein. Ah. Okay, hier waren wir drinne. Aber hier könnte ich mir theoretisch immer mal easy peasy 50 Rubine, ne? Ja. Kann ich immer mal easy peasy machen, würde ich sagen. Okay, wir gehen mal kurz auf den Friedhof. Also, wir merken uns. Wir kriegen random Items von Kühen. Hier muss Nacht sein, ne? Ach, Mann. Oder? Ist das im Randomizer vielleicht anders? Ich gucke mal kurz. Super Mario Kart. Ich gucke nochmal kurz. Aber normalerweise meckert der ja. Na, macht er auch. Don't cause trouble. I tell Dumpe. Okay, hier muss Nacht sein. Merken wir uns. Ich check jetzt einfach nochmal alles ab. So einfach ist es. Jede Kuh wird nochmal abgecheckt. Hier komme ich ja auch gar nicht als junger Link rein, ne? Weil die unterwegs ist. Was war hier drinne? Das ist wieder so ein Minusrubin, den muss ich nicht einsammeln. Schade. Wir haben echt Pech, sage ich mal. Ein bisschen. Ein bisschen Pech haben wir schon. Okay, was war denn hier drinne? Normalerweise ist das dieses Durchgangshaus. Okay, komme ich gar nicht rein. Das heißt, das alles auch abgecheckt. Das hier war ja offiziell sowieso der Ort, wo ich... Ja, ganz normal der Ort von der Mühle. So, was war hier drin? Das war die Shooting Gallery, genau. Da müssen wir nicht nochmal rein. Alles klaro. Dann hier. Wo war's? Hier ist das Loch. Was war hier drin? Feenquelle. Das könnte ja auch... Das könnte ein rotes Elixier für Majora's Mask sein, ne? Ich sollte, wenn ich irgendwo jetzt ein Loch finde für Majora's Mask, mal meine Flasche leeren. Und dann nehme ich mir das rote Elixier mal. Ja. So machen wir das. So, hier, das geht sowieso nie. Was war hier drin? Okay, da war der Laden. Später auch ein Laden. Hier komme ich aktuell nicht weiter. Dann sind wir hier sowieso erstmal durch. Das heißt, ich müsste theoretisch jetzt warten, bis hier Nacht ist. Ja. Ja, 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 ja. Oh Gott, Leute. Ah, das wird hier schon wieder ganz lustig werden. Ich spüre das schon. Okay. Wo hat man denn Kühe? Das heißt, wir können in die ganzen Löcher nochmal reingucken. Ihr habt ja nichts Sinnvolles gegeben, ne? Sonst hätte ich das, glaube ich, mitgenommen.
Ja. Komplett useless. Ba, ba, ba. Ja, so richtig Progress haben wir jetzt hier in der Folge auch noch nicht gemacht. Oder? Haben wir irgendwas geschafft? Ich glaube fast nicht. Schon ein bisschen traurig. Aber naja. Down, doo, doo. Ist halt so. Manchmal gibt es auch Folgen, da rennt man halt einfach mal sinnlos rum. Das ist halt ein Randomizer, ne? So ist es in der Wirklichkeit. So, wie gesagt, in der Nacht können wir auf jeden Fall nochmal auf den Friedhof gehen. Da können wir nochmal drei Gräber auschecken. Ne, zwei Gräber. Das andere Grab kannst du nur als Erwachsener auschecken. Metroid Prime 2. So, was hat man hier? Haben wir hier ein paar Kühe irgendwo? Das war die Fee. Hab ich immer noch. Das wird auch nochmal so ein Akt, ne? Wenn wir da das Lied haben, da können wir auch nochmal die ganzen Dinger hier abrennen. Das wird auch nochmal lustig. Hier haben wir Kühe. Sehr schön. Ba, ba, ba. Komm schon, gib mir was Gutes. Nice. Das ist doch was Schönes. Damit kann ich zumindest mal ein bisschen was anfangen. So, das war die eine Kuh. Find's auch ganz cool, die redet nicht mit mir, die Kuh, sondern gibt mir einfach random gleich ein Item. So muss das sein. Boah, die gibt mir schön Geld. Aber für Majora's Mask. Das ist ja nicht schlimm. Okay, dazu Schwert equippen. Sehr schön. Das heißt, wir brauchen auch nur noch ein Schild. Ich frage mich jetzt gerade, zählt es auch als Schild? Das Heia-Schild? Zählt das als Schild? Oder brauche ich das Deku-Schild, um in den Deku-Baum zu kommen? Lässt nicht Mido da einfach rein? Mit egal welchem Schild? Gute Frage. So, ich bräuchte theoretisch mal Majora's Mask, Leute. Wunderbar. Und hier würde ich mal ganz kurz unser Wasser auskippen. Platsch. In der Hoffnung, dass das eine Ding da rotes Elixier ist, weil dann kann ich das vielleicht der Oma geben. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. So, wir haben das Kokiri-Schwert. Okay, hier ist auch nichts weiter. Gut. Dann haben wir jetzt die Lon-Lon-Farm erstmal soweit abgeschlossen. Haben wir schon diesen großen Stall irgendwo gefunden, wo die ganzen Kühe drin sind? Weil da gibt es ja dann auch theoretisch viele Random-Items. Die Gerudo-Schlucht, da gibt es dann auch nochmal eine Kuh. Boah, shit, das wird so heftig werden, ey. Habe ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass die Kühe auch random sind. Verdammt. Oh Gott. So, ich denke mal, es wird gleich Nacht werden. Deswegen, ich gehe nochmal kurz nach Kakariko. Und dann ist der Part auch schon wieder rum, ne? Viel geschafft haben wir halt wirklich nicht. Ah, so, schönen Schluck Kaffee. Ja, aber wir können uns merken, Kühe geben auf jeden Fall Sachen. Hätten wir mal das Epona-Lied schon früher gehabt, das wäre halt nice gewesen. Und in den Brunnen können wir noch. Ich hoffe halt, dass wir wirklich noch ein paar coole Items bekommen. Schwert sieht auch cool aus. Sieht auch anders aus. Sieht so dolchartig aus, das Kokiri-Schwert jetzt. Oder? Schon so. War irgendwie cool. Okay, wir gucken mal kurz, ob das rote Elixier für Majora's Mask ist. Das wäre sehr, sehr schön. Dann könnte man zumindest die Omi retten im Wald. Das wäre ein Anfang. Okay, das mache ich noch schnell und dann gehe ich nochmal auf den Friedhof. Da kurz alles abchecken. So. Ja, keine Ahnung.
Wir werden es herausfinden, wenn wir wieder in Majora's Mask sind. So. Ja, hier bei Nacht passiert jetzt auch gerade nicht so viel. Wir können jetzt halt echt nochmal alles abchecken. Shit, ey. Okay, warte mal, was war denn hier drinne? Ach ja. Hier könnte ich mir theoretisch das kaufen. Hat für mich aber noch keinen Mehrwert. Ah, alles noch nicht so krass. Ehe wir erwachsen werden, vergehen eh noch Jahre. Bin ich mir fast sicher. Weil wir haben halt noch keinen der drei Steine. Und keine Ocarina of Time und noch nicht den Song of Time. Also das dauert noch. Da bin ich mir fast sicher. So, ihr hattet bestimmt auch noch Käse. Ja, das vielleicht, aber halt nur vielleicht. Okay, dann haben wir oben noch das. Hier können wir auch immer noch nicht das große Grab der Königsfamilie aufsprengen. Das war falsch. Mist. Okay. Jo, ist aber rotes Elixier. Sehr schön. Das heißt, da können wir die Oma zumindest retten. Und könnten dann theoretisch... Boah. Ist halt knackig, das alles an einem Tag zu schaffen dann. Ich würde sowieso sagen, wir bleiben jetzt erstmal wieder in Ocarina of Time. Für Notfall haben wir das rote Elixier. Können das der Omi geben. Genau. Können das der Omi geben. Und können dann zu den Degus fahren und dort noch ein bisschen Zeug einsammeln. Blabla. Ja. Genau. Okay, Leute. Ich würde sagen, im nächsten Part geht es dann weiter. Dann hüpfen wir nochmal in die ganzen Löcher rein. Auf der Overworld, am Haljasee, in Gerudo Valley. Und gucken, ob wir noch ein paar Kühe finden. Genau. Das ist der Plan. Bis zum nächsten Mal. Gerne liken, kommentieren. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.